Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Was ist denn da? Ach so, ein Leuchtpilzstab. Ich hoffe schon, was hat der jetzt für einen leuchtenden Piekser? Gehen wir erst da lang? Ist auf jeden Fall eine ganz komische Route, die ich hier laufen würde. Ja, ich glaube, wir laufen erstmal da lang. Einfach weil die Höhe dort ein bisschen besser ist. Na, haben wir eigentlich hier schon mal? Ach ne, die kommt noch, ne? Ich weiß, dass man die schon in der weiten Ferne sieht. Sag mal so, laut Gebiet ist die eigentlich noch ein ordentliches Stück weg. Die dürften wir eigentlich noch nicht sehen. Also, sehen schon, aber nicht so gut. Okay, ja, Tollwut schon wieder. Aus dem Hinterhalt. Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Schnell zur Kiste. Der nicht da oben für einen Stützpunkt. Oh Gott. Aus Abstand hier nehmen. Alle lebensmüde. So, man hätte. Ah, okay. Okay, Leute. Also. Ich meine, wenn man so blöd ist und die Bomben einfach selbst aktiviert, dann tut's mir leid, aber. Ich wollte nur die Kiste haben. Aua. Das war die gerechte Strafe. Dafür, dass ich nur die Kiste geholt habe und die Gegner komplett ignoriert. Ich muss halt auch dazu sagen, ne? Also, die Monsterlager sind halt auch irgendwann ein bisschen nervig. Weil sich da halt nicht wirklich der krasse Loot befindet, sondern eher, ja, wie man gerade gesehen hat, ein Topaz. Cool. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als den guten Loot bezeichnen. Sondern schon ein bisschen als Abfall. Also kann man natürlich verkaufen, aber. Naja, also. Bei den momentanen Preisen, also da glaube ich nicht, dass da irgendwas mich reich macht. Ja, ich meine, wir haben ja gesehen, was eine vierfache Aufwertung kostet. Also da muss ich schon mehr als nur zwei verkaufen. Um das Geld wieder rauszubekommen. Wo soll denn jetzt noch eine Truhe sein? Ach, hier. Ach, mit dem muss ich sogar töten, um die Kiste zu kriegen. Also wäre sehr blöd. Ja, gut, dann machen wir es halt, ne? Hilft alles nichts. Hier. Abgestochen. Later, Beach. Oh. Ah doch, konnte ich noch hoffen. Sehr gut. Konnte ich noch erreichen. Oh Gott. Ja, gut, da muss ich ein bisschen aufpassen vor der Bombe. So, okay, der hat ein bisschen an, dass der Bocklin da einfach runterschießt und mit irgendwas Elementarem auf die Fässer ballert. Das hätte schmerzhaft werden können. Weggesprengt zu werden. Und eigentlich soll ich damit die Sachen nicht öffnen, aber. Gut. Das sollte ich auch nichts machen, weil. Sehr gefährlich. Was haben wir denn hier? Jo, hey. Ein Königszweihänder. Der. Schwach ist. Yippie. Das hat sich gelohnt. Nicht. Okay. Gut, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir eigentlich auch. Wobei, wir sollten eigentlich mehr oben bleiben. Da unten geht es wieder ein bisschen tiefer und dann kommen wir da auch nicht mehr hoch. So, wo müssen wir hin? Darauf. Ach du Scheiße, was ist das für ein Riesenberg? Ich bin lebensmüde.
den irgendwie ein bisschen kleiner in Erinnerung. Nicht gedacht, dass das so riesig ist. Scheinbar schon. Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ewok? Nö. Warte. Was sein können. So, mal ein bisschen am Rand aufhalten. Hm, wobei, ich glaube, da war ich, oder? Ach nee. Tatsächlich nicht. Mal kurz, ob da ein Krog sein könnte. Ein bisschen drüber havern. Nö. Leider nein. Dann wieder hoch. Und erkunden. Den Rest. Wahrscheinlich das Einzige, was wir heute noch schaffen. Den Berg hier. Wir sind ja komplett ausgeblendet, dass wir den Bereich hier noch komplett ignoriert haben. Also was heißt ignoriert, aber... Hier ist ein bisschen Markierung, muss ich sagen. Die brauche ich ja alle. Spiel. Drück die mal wieder raus. So. Hier eine. Oh, da packen wir noch eine hin, nicht? Hier ist noch eine. Oh, also blau, lila. Quatsch. Rot, blau, lila. Okay. So, ist hier was? Außer ein bisschen Wald und Grün. Sieht zumindest schöner aus als manchen Gebiet da unten. Was nach Tod und Verderben riecht. Ein Krog vielleicht. Wie idyllisch das hier ist. Mensch. Aber jetzt hier Ewok. Immer noch nicht. Wow. Weiß nicht, die ganzen Felsformationen sind schon ein bisschen baitig, ne? Ist hier unten irgendwie so ein... Ne? Ich dachte, dann kommt man vielleicht rein. Leider nein. Okay, hier was. Krog. Höhle. Schrein. Das jetzt war ein bisschen vielleicht ein bisschen sehr random, aber man weiß ja nie, was hier sein kann. Ich meine, vielleicht ist ja eine Höhle mit einem Schrein. Die wir komplett ignoriert haben. Oder wie vorhin schon gesagt, übersehen haben. Ignorieren würde ich sowas ja nicht. Ah, da könnte ein Krog sein. Das ist wieder so ein ganz komischer Baum, der da platziert wurde. Der riecht nach Secret. Okay, und hier ist vielleicht eine Höhle. Oh, unter mir soll's... Achso. Na gut. Die Höhle am Feroldra-Berg haben wir ja schon. Okay, dann haben wir tatsächlich die Höhle in dem Bereich schon. Achso. Ich sollte vielleicht auch mal auf die Karte gucken. Scheiße. Den Krog haben wir auch schon gehabt. Ach, Mann, ey. Ja, das war wieder so die, die Hoffnung, die da gerade durchkam. Ach, da ist ja noch ein einziger Baum. Da könnte ein Krog sein. Ja, gut. Da war auch ein Krog. Nur einer, den wir schon hatten. Naja, gut. Dann ist hier aber auf dem Berg tatsächlich nichts, ne? Das ist irgendwie, ja. Schon wieder ein bisschen sehr schwach. Also manche Orte... Da fragt man sich wirklich mal. Also da ist ja wirklich gar nichts. Also da ist ja wieder ein... wieder ein... Ewok, noch irgendwas anderes. Einfach nur... Totenstille. Ja gut, denn die Markierung wäre... Da wäre was passiert, wenn wir in die Nähe gekommen. Ja gut, dann so. So. Ja. Wie machen wir es dann? Gehen wir dann hier runter und dann... Ja, das, ich habe keine Ahnung. Also ich denke mir auch die Ideen aus, was ich hier... Also ich versuche irgendwie noch was zu finden, was nach irgendwas aussieht.
Oh, hier war scheinbar ein... ein Wanderer. Oder ein Reisender. Ah, kann durchaus sein, dass hier wieder eine Höhle ist, die ich... Wobei, der Froderberg... Nee. Da ist der Angela. Das ist der Froderberg. Aber auf der Hochebene ist halt irgendwie gar nichts. Ein bisschen ernüchternd. Aber ich habe mit Sicherheit wieder irgendwas verpasst. Da gehe ich mal von aus. Ja, vielleicht versuche ich dann fürs nächste Mal einfach mal die Stellen durchzuforsten, ob da irgendwo ein Krog sein könnte. Die wir verpasst haben. Weil irgendwann... irgendwann müssen wir so machen. Ja, genau, die Höhle haben wir. Der wird mich wahrscheinlich auch nur zur Höhle führen. Das Gedudel. So, jetzt sind wir auch gleich wieder bei der Fee. Da, wo wir eigentlich nicht unbedingt hin wollten. Nee, Quatsch. Die ist da hinten, die Fee. Den Bereich haben wir noch nicht gesehen, ne? Genau. Ja, gut, dann können wir hier nochmal so zwei Markierungen setzen und dann sind wir da auch fertig. Erstmal. Sein natürlich, da ist wieder irgendwas anderes und wir haben es übersehen. Aber ich hoffe mal nicht. Also ich glaube, wir waren da schon... relativ gründlich auf dem Plateau jetzt so. Sieht natürlich jetzt nicht gründlich aus, ne, aber das passt schon. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weitermachen. Wo ist der? Ist halt wirklich, das ist, der ist arschweit weg, der Schein. Vielleicht von hier und dann einfach runterfliegen. Der müsste eigentlich relativ hoch sein. Die müsste... wobei... war der nicht sogar wieder in der Höhle? Aber auf dem Berg, aber das dürfte er eigentlich hinhauen. Nö. Tatsächlich nicht. Ach ja, an die Stelle ist es. Stimmt. Ah, mein Hals, ey. Oh nein. Bitte nicht. Ich habe keine Lust auf Elektroschocks. Hier und... nee, warte mal. Hier, ich muss noch einen neuen Stab. So. Dann schauen wir mal, was wir noch haben. Viel ist es, glaube ich, nicht mehr. Da können wir sogar vielleicht zum nächsten Stream schon... wieder in den Abgrund hüpfen. Das wird uns wahrscheinlich auch wieder Ewigkeiten rauben. Da komplett durchzublicken. Aber, ja. So, ich dachte gerade, was folgt mir mit so schweren Fußes? Was war tatsächlich nur Minero? Die mir hinterher gerannt ist. Ja, will ich erstmal zur gelben Markierung? Ich glaub schon. Wie gesagt, sicherheitshalber. Ja, ich weiß ja nicht, was da jetzt ist. Na, da ist irgendwo noch ein Krog. Wobei, das sieht nicht aus nach einem Krog. Das sieht ja aus wie... eine Klippe. Okay, da ist noch eine Windmühle. Also ein Windrädchen. Das heißt, da ist definitiv ein Krog drauf. Und auf der anderen Seite mit Sicherheit auch. Auf dieser Halbinsel. Die schauen wir uns aber auch nochmal heute noch an. Und dann haben wir auch einen guten Abschluss. Mal mit dem Gebiet quasi fertig. Und dann können wir das nächste Mal in den Abgrund springen. Das ist doch schön. Na, wobei, mein...
Nachher hast du. Was? Was macht denn Birk da hier? Also, ganz ehrlich, Birk da, also. Ne, manche Schilde kann ich ja verstehen, aber das ist ja wirklich. Wer soll das denn sehen? Was ist hier schon mehr geplant? Sieht schon mal so aus, als ob der möchte, dass ich so ein Ding baue, was hier quasi am Floaten ist. Das sieht ganz gut aus. Dann versuchen wir mal unser Glück. Hoffen wir jetzt natürlich, dass es jetzt nicht auf einmal verschwindet. Ein bisschen sehr fies. Aber es schien ja halbwegs stabil dort zu bleiben. Deswegen hoffe ich mal, dass es da auch bleibt. So, Birk da schön festhalten. Lass mich raten, es ist wieder so ein scheiß Millimeter. Nee, doch nicht. Oh, ich hätte es gehabt. Shit. Hey. Ich hätte ins Wasser gefallen. Was war denn das jetzt? Dadurch müssen so viel Energie. So. Versuchen wir es nochmal. Versuch Nummer 2. Warte mal. Das ist mal anders. Ja, das war nicht der Plan. Ich wollte hier eigentlich so ein bisschen mittig platzieren. Ach nee, warte. Jetzt ist es wieder scheiße. Das machen wir anders. Machen wir so wie eben wieder. Schön mittig die beiden. So. Und so. Und darauf. Jetzt quasi irgendwie von unten. Haut jetzt nicht ganz so hin. Aber das kriegen wir vielleicht gefixt. Weil. Da brauchst du ein bisschen Gewicht. Mit Gewicht kann man ja Abhilfe schaffen. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Ich versuch's einfach mit den Zweien hier. Das dürfte ja auch nicht reichen. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich da. Wir haben ja gesehen, dass es jetzt so ein bisschen nach vorne kippt. Beziehungsweise nach hinten. Ja, nee. Okay. Wenn es weiter so geht, dann. Gibt es hier gleich den Frust. Griff. Zu der schwebenden Plattform. Zum schwebenden Ding. Funktioniert das irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Ich wüsste nicht wieso. Nee. Das ist scheiße. Ich meine, ich hoffe, dass ich irgendwie an die Insel anbinden kann, aber. Irgendwie nicht so ganz. Warum kippt es denn vor allem nach vorne? Das verstehe ich nicht so ganz. Hätte ich das vielleicht irgendwie ausnutzen? Dass es dann trotzdem irgendwie geht? Gut, dann lass mal los. Schauen wir mal. Schauen wir uns mal die Misere an. Ah, guck mal.
Das ist alles andere als gewollt, aber es funktioniert. Oh Mann. Das war auf jeden Fall ja, nicht der Plan. Aber es hat funktioniert, von daher. Kann man sich nur wenig beschweren darüber. Okay, ja gut, jetzt müssen wir natürlich wieder hier auf die andere Seite. Und am besten wäre natürlich, wenn wir uns hier einfach irgendwie irgendwas craften könnten. Haben wir vielleicht irgendwas in der Bautomatik, was relativ einfach geht? Ja, wir können Hoverboard bauen, aber... Ja, dafür brauche ich ein paar Bäume, die ich nicht habe. Ja, was ist das denn? Das kann ja jetzt nicht sein, dass wir das nicht schaffen. Warte mal. Ich gehe mal hoch kurz und platziere ich da mal einen Teleport und dann irgendwo auf die kleine Insel und holen uns den Krog, der da ist. Und dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? Gehen wir dann vielleicht den Grirock auf der Brücke an? Oh, was macht der denn hier? Achso. Sich die Sterninsel anschauen. Gut, das kann er gerne machen. Ich für meinen Teil habe kein großes Interesse. Okay. Bin trotzdem gleich mal anquatschen, wenn wir oben sind. Lass mal. Hier, das brauche ich. Platzieren. So, wie gesagt, jetzt hier die Insel. Und dann schauen wir, wie wir weiter vorgehen. So, erstmal mache ich noch den weg, weil der mir sonst noch auf die Nerven. Okay. Ja, gut. Ja, wobei, warte mal. Das könnte man eigentlich erreichen, wenn man geduldig ist. Gut, was ich nicht bin. Schwierig. Jetzt wird es langsam lächerlich. Ich sehe nichts wegen Minero. Hey, der fliegt ja weniger als der andere. Okay, warte. Wo sind meine Flederbeißerflügel? So, danke. Wo ist der nächste? Komm. Also manchmal ziele ich aber auf keine Ahnung, auf Sandkörner da, anstatt auf das, was eigentlich zu treffen ist. Naja, gut. Ich gehe davon aus, dass der NPC, der da war, nicht wirklich eine Bewandtnis hatte. Und damit meine ich nicht den Zeichner. Vor allem, der ist halt schon wieder weg. Achso, hast du schon aufgegeben, ja? Nun ja, zurück an die Leinwand. Okay, sehr gut. Achso. Die Form zieht meinen Blick wie magisch an. Entstand sie auf natürliche Wege, oder... Oh, du bist es. Auf einer Reise kann man viele schöne Anblicke genießen. Sie erfüllen die Seele mit Freude. Wie ich sehe, interessierst du dich für die Gemälde, an dem ich arbeite. Siehst du diese kleine Insel dort? Ich finde sie höchst faszinierend und möchte ihre Form auf meine Leinwand bannen. Ja, gut, sagt irgendwas Interessantes? Also, ich meine, das kennt man ja schon, ne? Was der sagt. Ich dachte, da kommt vielleicht irgendwas Neues von ihm.
Ja, nee, ich glaube, das ist alles. Dann lassen wir's. Es fühlt so nichts. Wenn er mal das Gleiche sagt, dann macht das für uns keinen wirklichen Sinn. So. Habe ich denn noch genug Augen für so einen Grirock? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja. Hilft wohl alles nichts. Da müssen wir wohl auf vernünftigen Weg das machen. Aber erstmal klatschen wir ihn einfach weg. Weil der blockiert mir die Erkundung. Ich glaube, das kann man auch einfach mal so sagen. So. Hallo. Pack auch. Na, Schmerzbogen ist fast kaputt. Oh, wow. Das ist ja sehr schwach. Oh, ich hab tatsächlich keine Augen mehr. Na, wobei doch hier Elektrobeißer. Oh, okay. Stark. Komm. Klatschi weg. Okay, sehr gut. Okay, Schaden. Stark. Ah, also langsam kriegen wir die ganz gut runtergeklatscht. Oh shit. Ja, Link, bitte. Ja, jetzt lass ihn noch hochklettern. Beziehungsweise hochfliegen. Oh nein, der macht jetzt wieder seine Genki Dama. Oh nein. Warum ist mir denn so heiß? Ach so. Weil, na gut, ja. Weil seine Anwesenheit scheinbar ein bisschen warm ist. Okay, sorry, ups. Oh, ich glaube, der lädt da so eine Ultra-Attacke auf. Oh mein Gott, Meteor! Scheiße. Oh shit. Wie, der lebt noch? Ist ja doch kein Scheiß. Oh mein Gott. Attacke, ey. Oh mein Gott. Oh, wir haben ihn aber besiegt. Holy. Also. Ja, gut. Sagen wir so, die sind nicht einfach, wenn man keine Lederbeißer-Augen hat. Oder andere Augen. Oh. Das war doch ein bisschen sehr knapp. Gott, von wie viele Pfeile hier auch daneben ging. Wie hätte ich gedacht, dass hier ein Krog irgendwie dann hier ist? Scheinbar nicht. Ist hier sonst irgendwas? Ich glaube, auf der Brücke ist erstmal nichts weiter. Ich meine aber, an einem der Sockel ist noch irgendwas. Sag mal, haben wir eigentlich den Krog geholt, der auf dem auf der einen Mauer war? Shit, weiß ich gar nicht mehr.
hoffe schon. Ja, vielleicht sollte ich auch mal meine... Und ich wundere mich, warum ich kein Krog-Signal bekomme und, naja. Hab auch nur einen... Das ist wirklich... Schwierig. Na, also ich meine... Ah, hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, wo genau. Nee, hier nicht. Ah, da oben. Da ist was. Aber war das der einzige Krog? Ich glaube, so ein Bruchstück hat man nochmal hier. Der zweiten Hälfte von der Brücke. Ja, da hinten. Vielleicht ist da auch nochmal was. Kann eigentlich schaden zu schauen. Dann ziehen wir uns mal die Zoro-Rüstung an. Bis dahin schwimmen. Könnte ein bisschen auf die Ausdauer gehen. Oh, wir schwimmen mittlerweile deutlich schneller, glaube ich. Dank dem Level 2 Upgrade. Tatsache, guck mal. Ist nochmal ein Pfeil. Ist also nochmal ein Krog. Moment. Wo? Da oben drauf? Wahrscheinlich, oder? Achso. Gerade. Bisschen verwirrt gewesen. Um mich der, die Pfeile hinführen wollen. Nicht, dass mich auf die komische Insel ziehen, aber macht ja keinen Sinn. Da war ja eine Windmühle. Tatsächlich waren hier einfach zwei Krogs. Das ist natürlich, nicht schlecht, aber gut. Bei so einer großen Brücke, da kann man auch schon mal, damit rechnen. Ich glaube, wir hatten auch schon, ich weiß nicht mal, auf welcher Brücke das war. Aber ich meine, wir hatten auch noch eine Brücke, wo auch schon zwei Krogs gewesen sind. Aber gut, ich meine, auf der Brücke sind's, könnte man auch sagen, dass es eigentlich drei sind. Aber, naja, der Wanderkrog, der zählt erstmal nicht. Das ist ja, das wäre eine ganz andere Geschichte. So, schon wechseln hier. So, meine, wir hatten hier noch einen Baum, der sehr verdächtig aussah. Gut, klar, der Abgrund, der sieht natürlich auch sehr verdächtig aus. Na, kriege ich noch gekennzeichnet oder nicht so? Vielleicht, wenn ich hier lang schlaufe? Jetzt so, okay. Jetzt haben wir ihn. Abgrund am Hyliasee. Gut. Ich kann mir vorstellen, wo der Krog ist. Wie gesagt, auf dem einen kleinen Baum hier. Tatsache. Und dann war es das, glaube ich, sogar mit der... Mit den Inseln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf jeder kleinen Insel ein Krog ist. Also das wären ein bisschen viele. Also wäre ja mehr Krogs als in manch einem Gebiet. Dann. Das, geht ja wohl gar nicht. Link? Link, hallo? Der Mann ist verwirrt. Hä? Hey, ich wollte nicht auf Minero steigen. Komm vorbei. Gar mal so schlecht. Nicht gedacht, dass die da laufen können. Aber ich glaube, ab hier ist ein bisschen zu hoch, tief, oder? Man kann es ja versuchen. Dann sagt mir Minero Feierabend. Nö.
Jetzt. Okay. Quasi ab dem Moment, wo wir haben quasi eine Minero-Höhe, die wir über Wasser klettern können. So, ist hier vielleicht ein Borschrock? Nee. Gut, hier ist auch kein Signal, dass man da. Spielt auch überhaupt keine Rolle. Ja, sonst ist hier erstmal nichts. Wie gesagt, die Höhle kennen wir. Das haben wir schon. Mit dem Fuchs los. Er wirkt so deprimiert. Ich meine, wenn ich auf so einer Insel gefangen wäre, dann wäre ich vielleicht auch so ein bisschen deprimiert, aber kann er schwimmen. Ich werde einfach mal die Beine in die Hand nehmen. Okay. Ja. Dann haben wir hier tatsächlich alles. Würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Ich kann mir vorstellen, dass der Krog hier zum Dings möchte. Zur Insel. Ja, dann machen wir den noch schnell. Dann machen wir den. Wie gerade, was wir noch haben. 690 Crocs haben wir mittlerweile. Nur noch 310. Wie gesagt, ich versuche mal fürs nächste Mal dann den. Die ganzen. Crocs, die uns vielleicht noch fehlen, zu markieren. Wobei ich fast schon sagen würde, dass wir gar nicht mal so viele verpasst haben. Obwohl natürlich in manchen Stellen sehr verdächtig waren, dass da keine gewesen sind. Aber gut, kann ja nicht schaden, da einfach mal nachzuschauen. Sind vor allem weniger, die ich im Nachgang noch nachschauen muss. So, und wie gesagt, ich glaube, der will tatsächlich hier runter. Wahrscheinlich sogar auf die kleine Insel. Aber da war eigentlich kein Zelt. Also, normalerweise sind ja die Zelte so ein kleines Indiz, dass da ein Krog lang möchte. Sag mal, ist es da hinten auch ein Krog wieder? Weil das sieht wieder so passgenau aus. Ah. Was sag ich? Ja, ihr tobt euch mal aus. Ich kümmere mich mal hier um den Krog. Tatsache. Krass, ey. Guck mal, mittlerweile kennt man ja die ganzen Crocs. Zumindest einige davon. Jetzt sag mir aber nicht, du willst jetzt wirklich auf die ganz andere Seite. Das könnte ein bisschen dauern. So, dann holen wir uns mal hier ein Hoverboard. Bisschen bevor die Reifen einen Abgang machen. Die Ventilatoren. So, wo willst du denn hin? Sag doch mal. Naja, klar. Ja. Natürlich will er da hin. Ich glaube, es war eine der Inseln, die wir noch nicht erkundet haben. Weil ich es für schwachsinnig gehalten habe. Ja, jetzt erklärt es, warum wir die nicht erkundet haben. Lernen Krog war. Ich denke mal meinen Krog hier ab. Schon im Sturzflug. So. Jetzt
wirklich Zeit, dass wir mal Ronos finden. Wieder. Was habe ich eigentlich hier markiert? Hä? Habe ich den schon geholt, oder? Warte mal, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Warum ich denn da am Krogmarker gesetzt? Und mittlerweile tue ich da die ganzen Wanderkrogs eigentlich erledigen. Das ist ein bisschen seltsam. Aber wahrscheinlich habe ich die Markierung gesetzt, dann den Krog erledigt und im Nachgang die Markierung entfernt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei, aber ich sehe aber auch hier keinen Krog. Wobei, doch, hier sind einige Krogs. Kann sein, dass er da hoch wollte. Ich schau einfach mal. Genau, den haben wir geholt. Das war nämlich so ein Porsche-Krog. Ach, den haben wir auch geholt. Da ist zumindest keiner mehr. Hm. Na gut. Einfach vergessen, das wegzumachen. Alles klar. Gut. Joa. Dann sind wir zumindest mit der oberen Hälfte von Fiorone fertig. Also, wie gesagt, kann mir vorstellen, dass da auch noch ein bisschen Fiorone ist. Wobei, hier sieht es mittlerweile schon sehr wüstig aus. Also, da könnte schon Gerudo anfangen. Können natürlich hier den Eingang zum Gerudo-Teil beim nächsten Mal nehmen, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Dann könnte man direkt schön... Aber hier ist auch kein... Aber hier ist ein Stall. Ein Schrein. Ja. Gut. Würde ich sagen, das reicht tatsächlich für heute. Ja, hat ein bisschen länger gedauert alles. Wie habe ich... Am Anfang vorm Stream gedacht, okay, kriegen wir noch einen Untergrund angefangen. Scheiße. Ich muss ja eh einen Untergrund, bevor ich überhaupt irgend nach Gerudo möchte. Ja. Aber das werden wir uns dann anschauen beim nächsten Mal. Und ja, ich bedanke mich schon mal für jeden, der zugeschaut hat. Und dann auch an danke an die Leute, die dann sich dann die Parts dann jeweils auf YouTube anschauen. Ne, schön nicht vergessen, Kommentare abonnieren. Daumen hoch, alles gern gesehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye.